Ja, ihr könnt die anderen sehr schnell finden. Die warten an einem etwas größeren Zelt auf euch, bevor ihr dann eingelassen werdet. Und ja, wenn ihr dann aufschließt zu den anderen, könnt ihr vor einem sehr großen runden Tisch mehrere Personen erkennen, die dort ja, sich beratschlagen, verschiedene Zeichnungen verbessern. Ein etwas ja, jüngerer Mann, der gerade dabei ist, ein paar Pinsel zu reinigen, begrüßt euch dann, wenn ihr hereinkommt. Und ja, also alle werden jetzt nicht mitkommen, aber so jetzt die wichtigen. Das heißt, ich sage einfach mal die Helden. Moment, Ragnar ist nicht dabei. Vibun ist krank. Das heißt, wir haben jetzt hier die drei Helden. Kasim ist auch krank. Myria ist dabei. Eron ist dabei. Ja, alles klar. Dann kommt hier in dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit diesen 6 Leuten. Die anderen sind irgendwie dann zu unwichtig. Aber die Söldner unterhalten sich mit den anderen Söldnern. Kommt ihr dann in dieses Zelt. Nach und nach stellen sich verschiedene Leute vor. Unter anderem diejenigen, die ihr schon gesehen habt. Magistra Ordinaria Controllaria Gritten Raudups. Sie ist wohl eine Lehrmeisterin aus Nersand. Abt Primas Erechton, der sich schon bei euch vorgestellt hat. Kalgar Schmiedegrim, der Hauptmann und Chorgardist aus Kuntio. Ein Magister Puspareiken, der allerdings als Graf und hochwohlgeboren Magister vorgestellt wird, denn ihm gehört eine Grafschaft. Eine Widerstandskämpferin, sie ist sehr stark verschleiert und hat offensichtlich maraskanische Züge. Abujianide. Warum auch immer sie hier ist, war Nanduria ist nicht mit dabei, aber eine Kerime Al-Kadim, die sich in der Nähe vom Abt Primas aufhält. Anwesend ist also ein großer Teil der Magier aus Festum und Nähe, also der sind es ja ganz in der Nähe von Festum, und die Hesindekirche in Form der Drakoniter. Auf dem Tisch stehen verschiedene kleine Becherchen aus Holz. Und diese werden dann nach und nach von ja, einem Sündegeweihten mit Wein gefüllt. Das wird dann wohl, ja, Gritten macht das. Die Magistra, die Lehrmeisterin. Entschuldigung, die Lehrmeisterin wird dann ja, nach und nach an diesem Rundtisch umhergehen und die Becher mit Wein füllen. Ah ja, zum Dank. Endlich mal wieder ein anständiger Wein. Oh, meine Herren, meine Dame, Magister Puspareiken, guckt gar nicht wirklich auf von seinen Pinseln, macht die weiter sauber. Ich bin Hilbert von Puspareiken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie mich kennen, das spielt auch keine wirkliche Rolle. Dies ist meine Expedition. Ich leite diese Ausgrabungsstelle und bin seit einigen Jahren bereits dabei, diese Insel zu erforschen, zu kartografieren und habe dabei schon vor einiger Zeit dieses Lager getroffen. Allerdings wurden meine Bemühungen dahingehend etwas zerfasert, möchte ich sagen. Es gab das ein oder andere an Problemen und nach der großen Borberat-Krise fiel mein Fokus auf andere Dinge, aber mittlerweile habe ich etwas Geld dabei geschafft und nun leite ich diese Expedition. Willkommen, dass ihr hier seid. Vielen Dank für Ihre Aufnahme, Herr Graf. Ja, wir müssen gar nicht so sehr förmlich sein. Nennt mich einfach Hilbert. Er streckt euch aber auch nicht die Hand aus. Er ja, ist quasi weiterhin mit seinen Pinseln beschäftigt. Ab und zu spitzt er mal seine Bleistifte an und malt ein paar neue Striche und Linien in dieses Pergament. Ihr könnt sehen, ausgebreitet vor euch, das ist wohl eine Risszeichnung von der Pyramide. Und das, was euch in Entsetzen stürzt, ist, dass diese Pyramide wohl unterirdisch noch sehr viel größer ist. Sie also unterirdisch weitergeführt wird und das nur ein kleiner Teil der Spitze ist. Nun, ich vermute, da ich euch sie nicht angeworben habe, werdet ihr ein anderes Ziel haben. Ich hatte bereits von dem guten Abt Primas gehört, dass ihr auf dem Weg in die Berge seid, nicht wahr? Ja. Jawohl, euer Hochwohlgeboren. Nicht so förmlich, nicht so förmlich, wie gesagt. Wir sind ja hier unter uns, nicht wahr?
Ist diese Mission geheim oder wo wollt ihr denn hin? Das ist doch schon etwas interessanter. Sie ist Galak leider geheim. macht den Mund auf und guckt dann erstmal zu Rodrigo, Die was Mission der ist so leider sagt. geheim. Geheim. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So oft wie die KGA hier herumwuselt, ist das was sicherlich alles sehr viel geheimer. So eine große Expedition wie die eure, wer finanziert sowas? Ist doch völlig egal. Wie gesagt, das, was euch hier zur Verfügung steht, teile ich gerne. Und ihr dürft auch gerne etwas länger hier bleiben, so ihr denn wollt. Ich habe bereits am gestrigen Tage gehört, dass jemand von euch hier bleiben möchte. Wir haben im Moment ein, zwei Kranke dabei, die Hilfe benötigen. Und deswegen den Marsch in die Berge aktuell nicht schaffen würden, in ihrer aktuellen Verfassung, befürchten wir. Leider haben wir auch keinen, der heilkundig genug ist, um das einschätzen zu können von von einer expertisenartigen Seite. Nun, gar kein Problem. Warum haben wir sonst auch die Drakoniter an Bord, nicht wahr? Er lächelt einmal, schaut einen kurzen Moment nach oben. Ihr könnt das, ja, leicht jung gebliebene Gesicht erkennen. Mittlerweile trägt er aber auch ein Bart und hat einen tiefen Hut in sein Gesicht gezogen. Er blickt dann wieder nach unten auf seinen Kartentisch und macht weiter Pinsel sauber. Ja, ich werde natürlich meine Esinde geweihten und die Drakoniter, derjenige, der sich dazu berufen fühlt, ihn anhalten, die Krankheit einmal zu analysieren, nicht wahr? Und dadurch, dass wir in Maraskan sind, ist die Anzahl der Krankheiten beschränkt. Hoffe ich Können wir uns dann zumindest. erkenntlich und dankbar zeigen, außer dass wir nicht mit Informationen dienen können? Ich habe aktuell kein beziehungsweise wenig Interesse an irgendetwas, was sie ihr mir wohl bieten könnt, es sei denn, ihr seid Experten. Experten. Ich bin Saurologe. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie viel sie von mir wissen. Da dieser Ursprung hier, dieser Pyramide wohl sehr offensichtlich dem Exischen zugehörig ist, ich kann leider nur wenig von ihnen brauchen. Alles, was ich hier suche, sind Informationen. Keinerlei Artefakte oder dergleichen mehr. Nun, da haben wir leider keine Experten. Wenn Sie ein Problem hätten, was man vielleicht mit Kraft aus der Welt schaffen könnte, Sie haben viele Söldner, da könnten wir maximal versuchen, noch zu helfen. Nein, nein, Kraft brauchen wir hier nicht, eher Geduld. Wir sind gerade dabei, eine der vielen Statuen zu befreien, um den Ursprung einer solchen zu identifizieren. Aber das sind etwas, was wie gesagt lange Zeit braucht. Diese Statuen sind sehr groß und wir müssen weitere Teile der Pyramide freilegen. An diesem Sockel sind wir bereits seit 2 Wochen zugange. Wenn man neugierig ist, darf man sich die Sachen angucken oder sind die Sachen streng unter Verschluss? Soweit es von meiner Seite aus, nein. Also, wer sich bis hierhin wagt, der darf natürlich auch sich an den verschiedenen exischen Gebäuden, herumtollen. Aber allerdings sollten Sie nichts öffnen, was bereits verschlossen ist. Also keine Türen aufbrechen oder so etwas. Vor einiger Zeit, vor etwa 5 Jahren, stand die Tür dieses Tempels noch weit offen. Und es kam zu einem Unglück, möchte ich sagen, aber naja, ich hätte schon das eine oder andere Problemchen mit der KGIA. Beziehungsweise, sie stellten sich damals als KGIA vor, waren aber keine. Wie gesagt, das soll ein anderes Thema sein. Nein, schaut Wie euch gerne gesagt, um. Macht nicht wir wollen auf. nichts anfassen, nichts kaputt machen. Wir wollen uns eigentlich nur ein wenig ausruhen und hoffen, dass wir bald weiterziehen können. Wir müssen weiter. Aber nicht heute. Nein. Vielen Dank, Magister und Graf Pusbereiken. Gerne, gerne. Wenn es das wäre. Ich wäre natürlich daran interessiert, wo ihr hin wollt, aber wenn das geheim ist, müsst ihr es nicht sagen. Gut. Ich kann euch nur sagen, dass ich Rodrigo Aurelio Corral Ramirez von Zelem heiße und Krieger bin. Seele. Da gibt es ja auch Echsen. Mein Lehrmeister war vor einiger Zeit mal da. Allerdings haben ihn jetzt wichtige Dinge in den Rastuhlwall
Ordert, hatte wohl, wie ich gehört habe, durch eine Korrespondenz auch eine Entführung hinter sich. Die haben allerdings ein paar Helden ja, verhindert und ihn befreien können. Die Echsen sind überall, müsst ihr wissen. Nicht nur in Seelem, nicht nur im Raschsturzwall, nicht nur hier, sondern es ist eine weltumspannende Intrige, möchte ich fast meinen. Ich bin immer noch sehr gespannt, dich mal an dieser angeblichen laufenden Echsen zu sehen. Dann Nun, höre ich immer noch sehr. hier werdet ihr wohl keine finden, außer den Statuen, die hier erbaut worden sind. Ihr müsst wissen, dass die Achazim, ja, verschiedener Natur sind. Also, ja, man möchte fast meinen, sie sind ein Dienervolk, etwas verkümmert. Und sie selbst haben diese Anlage wohl auch nicht konstruiert, sind sie doch auch nur annähernd menschengroß. Nein, diese Anlage wurde wohl von Wesen gebaut, die wahrlich älter sind. Ich vermute, es wird wohl das, bin ich ganz sicher, das 9. oder das 8. Zeitalter sein. Also viele, viele Elfen leben, die diese Anlage erbaut worden ist und sie ist vor langer, langer Zeit untergegangen. Ja. Das klingt ja alles sehr exotisch. Exotisch, genau. Also ist das wahrscheinlich eher auf archaische Achats zurückzuschließen. Ich verstehe. Auf Archa was? Selem, natürlich, ihr seid ja auch ein. Dann seid ihr wirklich ein. Ja, vielleicht kein Experte, kein Saurologe, aber wenigstens seid ihr keiner, der sie alle über einen Kamm schert. Nein, nein, ich bin mal ein halbes Jahr lang mit einer Achat und ihrer Dreihornechse, ich glaube das Ding heißt, ich bin mir ganz sicher, Nyxa, durch die Gegend gezogen und habe Handel betrieben mit anderen Seht ihr, Exilkörpern. das meine ich, eine weltumspannende Intrige. Naja, sie zieht eigentlich eher von einem Dorf zum anderen und tauscht Dinge ein. Ja, das mögt ihr so sehen, aber wenn man dahinter blickt, kann man erkennen, dass das alles System hat. Und was Nein, das planen ist. diese Echsen? Ist das System wohl zu hoch für mich? Was diese planen? Nun, das kann man nie genau wissen. Mein Magister Rakorium rätselt auch schon seit einiger Zeit. Er ist wohl der Meinung, dass es sich dabei um eine Wiedererweckung des Güldenen handelt, also von Pyrakon. Und da sind wir uns allerdings noch nicht ganz sicher. Und die Indizien, die er dahingehend sammeln wollte, gerade im Raschpulsfall vor einiger Zeit, haben das wohl bestätigt. Seht ihr, da haben wir es wieder. Jalan wirft jetzt die Hände in die Luft von Obwohl dem ganzen eine Sache Echsengebaren. stimmt. Die Händlerin hat immer jeden danach gefragt, ob sie ein gewisses Salamander-Artefakt besitzen oder davon gehört haben. Eine Sache hat sie immer gefragt, die komisch war, das stimmt. Von dem ganzen Echsengerede schwimmt mir der Kopf euer Hochwohlgeboren. Ich werde mich mit eurer Erlaubnis jetzt zurückziehen. Ihr seid der von Schnattermoor, richtig? Richtig. Ja, das liegt ja ganz in der Nähe. Ja, ihr dürft euch natürlich gerne, wenn ich euch noch irgendetwas bringen kann, mein Herr von Schnittermoor, dann sagt einfach Bescheid. Ja, hab Dank. Euer Hochwohlgeboren. Ja, dann wendet er sich ab, packt Myria noch am Kragen und verzieht sich. Gibt es weitere Gesagt, Fragen, die ich euch vielleicht beantworten kann, vielleicht aber auch nicht? von meiner Seite aus nicht. Hab vielen Dank für eure freundliche Aufnahme. Leutnant Ramirez, Ja, bitte. rückt sich da vor, dass nur du oder vielleicht noch Magister Bungician das hören kann. Wie weit ist es denn noch zu der Mine? Vielleicht gibt es, wenn diese Pyramide sich in den Boden erstreckt, hier eine Ader, dass wir einen Kampf direkt an der Mine umgehen könnten. Meinst von hier aus der Pyramide in die Mine gelangen? Wie weit ist sie denn noch entfernt? Das weiß ich nicht. Lass uns die Frage an Dinge doch bitte Frosty. draußen sprechen. Natürlich noch ein paar Tage, oder? Moment. Steuerung F. Ihr seid hier. Und ihr müsst irgendwo hier hin. Ziehen das einfach mal nach. Oh, sind 33 Meilen. Ah, dieser Tunnel müsste schon die ganze Maraskan-Kette durchspannen, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie ist es denn?
Verzeiht, wie war euer Vorname? Ich bin einfach da aus. Hilbert von Bareik. Hilbert, gibt es denn hier auch Tunnel? Tunnel? Nun, die Pyramide ist zumindest großzügig mit Tunneln ausgestattet. Bei den restlichen Bergen wage ich das zu bezweifeln. Verzeiht. Ich hatte gehofft, dass wir eine Abkürzung nehmen können, aber... Ich bin das letzte Dann... Mal, wann war das? 1007? Nein, es war 2008. Kurz nachdem wir auf Filiasson getroffen sind, bin ich das letzte Mal durch den Amt Dörgitpass gereist. Aber seitdem habe ich wenig auf Maraskan getan. Wie gesagt, ich war einmal 1019, 1000, was 1019? Das war kurz vor Borbarat. Kurz vor Borbarat war ich hier und traf auch auf die sieben Gezeichneten. Das ist aber, wie gesagt, schon einige Zeit her. Und dabei wurde ich unterbrochen an dieser Ausgrabungsstätte. Ein Praiotin von Rallaau, der hier vorbeikam und sich als KGA so eine Bevollmächtigte ausgab. Was natürlich nicht stimmte, aber was sehr viel Zeit gefressen hat, nicht wahr? Ja, machen euch denn die, wie soll ich sie nennen, die Besatzer hier Probleme? Ihr habt ja nun auch selbst einige Söldner bei euch. Nun, wir haben einige Widerstandskämpfer, die sich hier um unser Lager versammelt haben. Ein Cantus des Balsam ist es, der sie uns gewogen hält, wenn sie sich verletzen oder wenn sie sich vergiften, wenn sie von Krankheiten sich kurieren müssen. Weshalb ich auf sehr gutem Fuß mit ihnen bin, ebenso wie meine anderen Kollegen, nicht wahr? Und zudem haben wir natürlich auch die Söldner vom Schwarzen Bundeskorps, nicht wahr? Und nun ja, wirkliche Besatzungsmächte, also die Männer von Helmer Hafax habe ich hier nicht gesehen. Nein, das ich bin zwar durch den Dschungel hatten wir einige Differenzen mit den örtlichen, mit der örtlichen Fauna, aber nun zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Nein, ich brauche sie eher zum Graben. Ja, die Probleme mit der Fauna hatten wir auch. Wie nennt man Praiotin von Rallerstein? Praiotin von Rallaau. Rallaau. Auch das ist natürlich schon zu Protokoll gegeben worden. Sie kam damals mit einem Trupp Drachengardisten. Sie kam wohl mit diesem Delian von Wiedbrück. Okay, dankeschön. Ja, wie gesagt, öffnet nichts, was verschlossen ist, aber ihr könnt euch gerne umsehen. Wenn ihr die Zeichen zu deuten mögt, könnt ihr einiges von diesen Statuen lernen. Sehr beeindruckend. Magister Rakorium weiß natürlich einiges mehr, der war schon das eine oder andere Mal hier, der war auch schon in der Kette, allerdings ist er wie gesagt nicht zugegen. Damals fand er ein paar Meilen weiter im Westen von hier aus den Ring der Satin ab. Aber ich rede schon wieder zu viel. Wie gesagt, eine exische Verschwörung, weltumspannend. Sie zieht sich von Alanfa bis nach Festung und nach Torbal. Sie sind überall. Vertraut niemandem. Das wollen wir uns zuerst nehmen. Dann hab Dank, Graf und Magister, und wünsche euch noch ein gutes Vertiefen eures Wissens. Vielen Dank. Ich brauche einmal den anderen Pinsel, Dankeschön. Und Rodrigo geht auch. So sei es. Ja, Bendician, Rodrigo, was schätzt ihr, wie sollen wir hier vielleicht ein oder zwei Tage uns noch erholen? Ich würde ganz gerne gucken, wie es den Kranken morgen geht, ob wir morgen aufbrechen können, ob sich jeder wieder stark genug fühlt für... Naja, wie weit ist es wohl noch? Haben wir jetzt sozusagen schon die Hälfte der Strecke geschafft? Haben wir schon irgendwie den größten Teil der Strecke geschafft? Was glaubst du wohl ungefähr? Ungefähr die dann Hälfte werden wir wohl geschafft haben. Aber von nun an wird es allerdings ein wenig schwerer, weil wir in die Maraskan-Kette kommen. Dort schon die Berge, ja nun nicht mal mehr am Horizont, schon ziemlich nah.
Dort müssen wir nun durch. Gut. Ja, dann können wir auf keinen Fall Leute gebrauchen, die krank sind. Das heißt, die Leute müssen bis dahin gesund werden. Wie eilig habt ihr es, in Termine zu kommen? Naja, könnt ihr euch ein paar Tage leisten hier? Wir können uns auf jeden Fall ein paar Tage leisten. Wir sollten gucken, dass wir nicht hier keinen Urlaub draus machen, aber ja, das Gelingen der Mission hängt natürlich auch davon ab, dass wir möglichst viele Leute gesund mitnehmen, die uns helfen können. Das ist richtig. Wenn uns die Bruderschwestern hier nicht davonjagen, dann sollten wir ihre Gastfreundschaft durchaus ausnutzen. Deswegen will ich ja morgen gucken, dass ich einen Statusbericht einhole von allen Leuten, weil sie sich fühlen, ob sie wieder bereit sind für nochmal die gleiche Strapazen oder ja, wie da so allgemein die Sache ist. Es wird uns wahrscheinlich auch allgemein gut tun, hier mal, also zumindest uns Leuten, die Maraskan nicht gewöhnt sind, hier ein, zwei Tage lang die Beine ein wenig auszustrecken und zu erholen. Ich gönne ihm ja auch gerne ein, zwei Tage Ruhe, Bruder, Schwester. Ja, hier brauchst du auch nicht so sehr auf uns aufzupassen, weil wir hier nicht so unbeholfen sind. Das wird dir bestimmt auch ganz gut tun. Ich habe das Gefühl, dass du dich auch ein wenig angespannt hast in letzter Zeit, dass es für dich auch nicht so angenehm ist. Naja, alles halb so wild. Da kommen wir schon drüber hinweg. Und entschuldige nochmal, dass ich dir den Rücken getreten habe. Ich war zu dem Zeitpunkt etwas angespannt und, naja, ungebunden. Ihr seid alle etwas angespannt. Ja. Oh, das wird sich auch wieder aufbauen, wenn wir losreisen, beziehungsweise mit der Zeit wieder aufbauen, denke ich. Werde ich darauf hinweisen, wenn du mich nochmal triffst. Mach das. Und so wird Rodrigo ein wenig durch das Lager streifen wollen. Wem gehört, ist ihm jetzt eigentlich recht egal. Er will sich mal so die exotischen Sachen angucken, so ein bisschen seiner Neugier freien Lauf lassen. Hier gibt es bestimmt genug zu sehen für ein bis zwei Tage, bevor man sich satt gesehen hat. Mindestens aber wahrscheinlich am ersten Tag kann man sich hier seiner Neugier befriedigend satt sehen. Selbstverständlich. Was euch in den nächsten paar Tagen an neuen exotischen Eindrücken erwartet, ist vielleicht etwas fürs nächste Mal, aber ihr könnt, während ihr herumlauft und die neuen Eindrücke aufsaugt, euch wieder winzig klein fühlt, vielleicht dem einen oder anderen Söldner noch mal zur Hand geht und etwas Normales tut, nicht durch den Dschungel reisen, ja, bis eure Füße bluten oder eitrig sind, ihr müsst euch keine Mücken totschlagen, denn hier gibt es keine. Keine einzige Mücke, die ihr hier seht und auch keine Käfer, die hier herumkrabbeln. Alles ist wunderschön und rot. Aber das, was euch bekümmert, ist, dass Viborn sich nicht erhebt. Er hat sich nach einiger Zeit wieder zurückgezogen, hat sich in das Zelt gelegt und nach etwa 2 Stunden bekommt ihr die Nachricht, dass er nicht einmal mehr laufen kann vor Schmerzen. Er beklagt sich über starke Schmerzen in den Seiten, und zwar in beiden. Seine Nieren, so können es euch die Hesindegeweihten sagen, versagen wohl. Sie wissen nicht genau warum. Ihr bekommt auch mit, dass ihr bekommt auch mit, dass er Blut pinkelt. Wie gesagt, warum weiß keiner. Man vermutet, dass es sich dabei wohl um eine Krankheit handelt oder um ein Gift. Aber Mückenstiche, er hat zwar eine ganze Menge, aber nichts, was außergewöhnlich wäre. Sie untersuchen ihn. Nichts, was wirklich auffällt, außer den normalen. Was bedeutet das, wenn seine Nieren versagen? Was heißt das? Ich meine, der Mann hat Schmerzen, aber heißt das noch mehr? Kann man daran sterben oder sowas? Oder ist es irgendwie jetzt hier eine Sache, die nur unangenehm ist? Und er muss da nur die Zähne zusammenbeißen. Neben euch ist eine glatzköpfigere Drakoniterin, die auch wohl mehrere Balestriner oder auch größere Ausfertigungen an ihrer Seite hat, auf den Rücken gebunden. Erhebt sich dann und er wird vielleicht sterben. Wenn ich nicht genau herausfinde, was ihn gebissen oder gestochen hat, woran er erkrankt ist, dann hilft ihm auch kein Heiltrank. Kein Trank der Welt kann, wenn ich nicht genau weiß, was es ist, ihnen helfen. Wir können zwar versuchen nachzuheilen, aber nach und nach wird er trotzdem sterben. Und seine Blindheit können wir damit auch nicht kurieren. Wir müssen also herausfinden, was es war. Prindigian, Yarlan, Evadaios. Was können wir tun? Ich habe ihn ja vor einigen Tagen schon bereits untersucht, als es relativ frisch war.
Ein Gift konnte ich da eigentlich ausschließen. Unter normalen Umständen würde ich vorschlagen, wir bringen ihn in einen Tempel der Piranha, aber das ist nicht möglich.